morgen früh am letzten Tag des Fernweh-Festivals. Herzlich willkommen bei Fernweh-TV. Ich habe es gestern gesagt, unsere beiden Gäste, die haben tatsächlich im Camper übernachtet. Jetzt belohnen wir sie mit einem feinen Kaffee. Guten Morgen. Kaffee. Super. Voilà. Also, ganz ehrlich sein, habt ihr wirklich hier geschlafen? Ja. Und wie war es? Die ganze Nacht. Es war super, so kalt, es war nicht kalt, die Decke hier ist super. Die Grisch von Bern, die Stadtgrisch, sind wir uns nicht gewohnt. Die haben uns ein bisschen wach behalten, aber sonst haben wir wirklich gut geschlafen. Also, ihr würdet den Camper am liebsten mitnehmen? Richtig. Also, dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen letzten Tag am Fernweh-Festival. Schön, seid ihr dabei bei der Fernweh-TV-Show. Wir haben heute wieder ganz viel für euch parat. Unter anderem der Patrick Rohr und Marion Berne, die uns erzählen, wie es ist, wenn man Leute fötelt, die sich das gar nicht gewohnt sind. Viel Spass! Ihr seht schon am Morgen früh einen grossen Run auf die Vorträge. Wir sind jetzt bei der Globetrotter-Bühne. Hier gibt es jetzt den Vortrag von Nathalie Sturni über Hawaii. Da ist sie. Sieht noch recht ruhig aus, Nathalie. Bist du nervös? Ja, schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Bist du das schon gewohnt, oder? Leute Hawaii näher zu bringen? Ja, nein, es macht mir sicher sehr viel Spass. Und ich habe in den Beratungen auch regelmässig Hawaii-Beratung. Und bin mir es gewohnt, den Leuten etwas zu erzählen. Genau. Aber gerade so viele Nasen bin mir gleich ein bisschen ungewohnt. Ja. Wir freuen uns auch, wir haben gerade rein. Ich bin sehr gespannt, ich komme dann auch wieder. Okay, gebe dir das Feedback. Tipptopp, ich bin gespannt. Aloha, das ist hawaiianisch und bedeutet so viel wie Hallo und herzlich willkommen. Das ist wieder ein fantastischer Vortrag, Nathalie. Du hast uns richtig in die Band gezogen. Das ist gut, das freut mich zu hören. Es ist manchmal noch schwierig zu beurteilen, wenn man vor dran steht, ob man die Leute packt oder nicht. So, ja. Wenn du Zeit hast, was machst du noch? Was gehst du schauen? Ja, sicher mal die Tür laufen, sicher mal all meine Globetrotter-Spendlinge, soll ich sagen, die ich noch kenne an den Ständen. Mal ein bisschen die Tür gucken. Meine Gäste heute im Dschungelstudio sind Marion Berne und Patrick Rohr. Marion Berne war 4 Monate in Guinea und hat Menschen begleitet, die Gold abbauen. Sie war dabei, wenn sie in die Hölle runter sind und alles geben für diesen wertvollen Rohstoff. Der Patrick Rohr ist privat auf Japan gereist und hat sich gerade in das Land verliebt. So fest, dass er nochmal zurück musste. Diesmal aber mit Kamera und Filmteam. Entstanden sind ein Buch und eine Doc-Serie, die im November auf SRF ausgestrahlt wird. Herzlich willkommen, schön seid ihr da. Marion, du warst in Guinea und hast dort gefotelt, 2 Monate lang. Du warst dort nicht ganz freiwillig, sondern natürlich freiwillig, weil es deine Leidenschaft ist. Aber du hast einen Preis gewonnen, den World Photo Award. Ja, genau. Das ist ein Förderpreis, den sie 2 junge Fotografen pro Jahr unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, ein längeres Projekt auf einem anderen Kontinent umzusetzen. Und das ist eine mega Chance, weil das kann man sich heutzutage als junge Fotografin eigentlich fast gar nicht mehr finanzieren. Du warst in Afrika, der Patrick auf einem anderen Kontinent, in Asien, in Japan. Was hat dich an Japan so fasziniert? Also zuerst vielleicht noch schnell ein Kompliment an Marion. Ich bin unglaublich beeindruckt von dem, was ich gemacht habe. In die Minen eingetaucht, wirklich unter der Erde gewesen. Wirklich eine andere Welt und das ist Japan auch. Und ich glaube, das ist das, was mich am Schluss fasziniert hat an Japan. Dass es wirklich eine Welt ist, wo wir, glaube ich, mit ganz viel Studium von Japan, wenn man ganz viel reist und ganz lange dort lebt, nie ganz werden können verstehen. Aber auch bei dir ist eine Arbeit entstanden. Du hast sogar dabei ein Buch über Japan. Ich habe ein Buch gemacht, das heisst Japan abseits von Kirschblüten und Kimono. Ich habe gemerkt, in den ersten 5 Wochen, als ich unterwegs war, privat, dass man an das Land nur daran schaut, dass Touristen aber nicht drinnen schauen. Es war nicht einfach, aber ich glaube, am Schluss ist es gelungen, ein Japan zu zeigen, das man so als Tourist nie erlebt. Das ist etwas, was euch verbindet, oder? Das neu mal her schauen, wo andere nicht her schauen, oder neu mal hergehen, wo andere nicht herkommen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu dokumentieren? Ich bin nicht gerne einfach in Hotels und so, sondern ich schlafe bei Leuten, ich schlafe auf dem Fußboden, esse mit diesen Leuten. Und dort habe ich so eine traditionelle Goldmine gesehen und das hat mich extrem fasziniert, wie das zusammenspielt. Und
das hat mich dort hergezogen und ich wollte das dokumentieren. Guinea, Patrick, eben doch ein Land, das eher zu den Ärmeren auf dem Planeten gehört. Japan hingegen extrem entwickelt, technologisch extrem fortschrittlich. Aber trotzdem Leute, die nicht sind wie du und ich, sondern die Kultur ist auch extrem anders, obwohl sie technologisch vielleicht gleich unterwegs sind wie wir. Und das ist das, was mich am meisten verblüfft hat. Ich mache sonst auch eher eine Fotografie wie Marion. Ich bin viel für NGOs unterwegs, bin viel in Afrika, viel in ärmeren asiatischen Ländern und habe das Gefühl gehabt, Japan, wenn man zuerst mal ankommt, sieht man zu uns wie in der Schweiz. Moderne Häuser, moderne Züge, moderne Strassen, eben technologisch hochentwickelt. Pünktlichkeit. Ja, und man hat so das Gefühl, ah ja, fühle mich eigentlich noch wohl da, es ist ein bisschen wie bei uns. Aber hinter diesen Kulissen trifft man auf eine Kultur, wo es ist eine Gesellschaft mit Regeln, die wir nicht nachvollziehen können. Es ist ganz viel Ungeschriebenes. Und ich habe viel gelernt. Meine Meisterschaft ist irgendwann Fettnäpfchen-Trampen. Und ich habe das in Japan glorios gut gemacht. Aber es macht manchmal auch die Herzen auf. Also ich habe manchmal auch einfach gesagt, sorry, ich bin Westler, ich check's einfach nicht. Aber wenn ihr reist, zum Schluss eine kuriose Frage, ist, man geht im Flugzeug, auch wenn man so weit geht, klatscht ihr am Schluss, wenn das Flugzeug gelandet ist? Nein, um Gottes Willen. Also ich habe irgendwann in jungen Jahren mal gelernt, das macht man nur in Charterflügen. Und du, klatschst du? Ich habe auch schon geklatscht, wenn einfach der Rest geklatscht hat. Also bin ich die, die anfängt zu klatschen. Aber wenn nachher alle um mich herum klatschen, komme ich mir noch ein bisschen blöd vor, wenn ich dann nicht klatsche. Ich wollte sagen, im afrikanischen Land habe ich auch schon mal geklatscht, aber weil ich einfach dankbar war, dass der Flüger auf dem Boden angekommen ist. Nicht abgekippt ist, sondern angekommen ist. Da habe ich auch mal geklatscht. Ja. Also wir haben im Gesamten 6 Leute gefragt, ob sie klatschen. Ich würde sagen, wir sind bei 1,5 Klatscher. Das letzte Gespräch von Fernweh TV natürlich wieder mal aus einem speziellen Ort, nämlich aus einer Jurte aus dem Himalaya. Und standesgemäß mit einem tollen Gast, nämlich mit dem CEO von Globetrotter, mit dem Danny Gehrig. Danny, das Fernweh-Festival fast am Ende. Ich glaube, du bist ein zufriedener CEO. Ja, extrem. Also nur schon, weil das ganze Team so selbstständig alles reibungslos vorbereitet hat und durchgeführt. Aber auch wenn ich die leuchtenden Reisegesichter schaue, es ist unglaublich. Also die Begeisterung, die Leidenschaft, die da zusammenkommt, es ist einfach ein schönes Thema. Es hat jetzt zum 5. Mal bereits stattgefunden, das Fernweh-Festival. Und man hat das Gefühl, es ist langsam wirklich eine Institution in diesem Reisekalender in der Schweiz. Ja, Events gibt es ja wie Sand am Meer. Aber wir haben gleich gefunden, eine Plattform, wo sich Reisende austauschen können, gibt es nicht. Darum haben wir das Fernweh-Festival vor 5 Jahren gegründet. Und wie du sagst, es ist Institution. Es kommen jedes Jahr immer mehr Reisefreudige. Jetzt zuerst mal dabei war dieses Jahr der Stand Nordeuropa, weil das extrem beliebt ist. Hat sich das ausgezahlt? Haben wir dort viele Besucher gehabt? Es ist eine Destination, die boomt, wie zum Beispiel auch Costa Rica, wo wir ja als Gastland da hatten. Das erste Mal auch technisch mit der Virtual Reality-Brille, wo wir ja im Beitrag vom Freitag schon gesehen haben. Du kommst ja gerade aus den Ferien zurück, du warst im Himalaya. Jetzt sind wir eben treffenderweise hier in der Jurte. Wo zieht es dich als nächstes her? Also ich gehe nicht in die Ferien, ich gehe reisen. Wir sind mit dem Mountainbike durchs Tolpo, ganz abgelegene Region an der Grenze zu Tibet. Also es war wunderschön. Es war eben wie hier in der Jurte, wie vor 100 Jahren. Und das nächste ist Costa Rica. Mit der Familie, das wird wieder komplett etwas anderes. Grün, Vögel, Meer. Aber freue mich genau gleich, weil eben, das ist ja spannend am Reisen. Die vielen Facetten, die man darf mitnehmen von dieser Welt. Und da haben wir, glaube ich, schon ein Privileg als Schweizer. Und das sollte man ja auch ausnutzen und die Welt entdecken. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Reise. Und ich glaube, wir stoßen noch an auf das erfolgreiche Fernweh-Festival. Genau, mit dem Buttertee. Ja, nicht alle haben es gerne, aber das gehört dazu, wenn das angeboten wird. Das ist ein höherer Stellenwert und darum, also leer trinken. Leer trinken, gut. Prost.